Letztes Mal haben wir die Kundenquelle laufen lassen und so wie wir uns das vorgestellt haben, wird jede Minute, solange die Simulation läuft, hier Till gleich 10, halt geschrieben, ich hätte jetzt einen Kunden erzeugt. Er hat es halt nur geschrieben, er erzeugt keinen Kunden. Aber ein Kunde selber, naja, wenn er erzeugt ist, dann steht er jetzt erstmal vorm Imbiss, aber er muss ja dann auch auf sein Essen warten und dann auch wieder verschwinden. Dann machen wir aus dem Kunden auch mal eine Klasse. Oder wir machen eine Klasse Kunde, die das repräsentieren soll. Und das ist auch eine Komponente. Auch die hat wieder was zu durchlaufen. Kann was tun. Self. Wie? Das mal raus hier. Das soll ja der Kunde selber sagen, wann er erzeugt worden ist. Und das ist nicht erzeugt, sondern kommt um die Simulationszeit, wann er dann ankommt, an. Wir können auch noch, das ist ja auch ganz hübsch. Dieses Component, das vergibt, hatte ich glaube ich ja schon erwähnt, selber einen Namen, wenn man nichts vorgibt. Brauchen wir auch nicht. Also Self, das ist ja jetzt der Kunde, Self. Punkt Name. Kommt um an. Jetzt muss man natürlich den Kunden noch Kunden sein lassen, damit der Prozess startet. So. Gucken, was passiert. Kunde 10, Kunde. Das kann ja wohl weg. Jawohl. Also die Kundenquelle wird hier gestartet. Und dann beginnt die Simulation zum Zeitpunkt 0, solange man nichts anderes angibt. Zum Zeitpunkt 0 geht's los, der Prozess startet für die Kundenquelle. Er erzeugt jetzt einen Kunde. Der Kunde fängt auch an, Prozess geht los, hat den Namen Kunde.0 bekommen und wird um 0 Minuten nach Kundenquellenstart, nach Imbissöffnung, wenn man so will, ankommen. Natürlich ist nicht viel passiert. Jetzt kommt der Moment, wo der jetzt gerade erzeugte Kunde wirklich auch was auf sein Essen wartet. Und zwar 5 Minuten lang. Das heißt, wir müssen den Kundenprozess so lange anhalten, bis der Kunde sein Essen hat. 5 Minuten habe ich ja gesagt, ne? Dann geht er wieder. Nach 5 Minuten. Wenn die rum sind, wenn der Hauptprozess, der in dem Environment steckt, sagt, ja, okay, nach deinem Eintreffen, wann immer das war, 5 Minuten später, sage ich dir Bescheid, kannst du losziehen. Ja, da müsste man jetzt ja sehen, Kunde 0 kommt um 0 an, Kunde 0 geht um 5. In der Zwischenzeit, so die Theorie, wenn es richtig verstanden ist, kommt zwischen 0 und 5 jede Minute noch einer an. Also Kunde 1, 2, 3 und 4 werden zwischendurch auch noch aufschlagen. Und Kunde 1 wird um 6 gehen, Kunde 2 um 7 und so weiter. So sollte das ja dann ablaufen, oder? Gucken wir mal. So, also das ist jetzt, ja, ist die richtige Ausgabe. Der Kunde 0 mit Imbissöffnung steht da und wartet. Und wie angekündigt, in der Zwischenzeit, während der Kunde 0 auf sein Essen wartet, 5 Minuten lang, tauchen die nächsten 4 auf. Um 5 Minuten nach Bestellung und Auftreten ist er fertig, hat sein Essen und geht wieder. Und Kunde 5 gibt ihm die Klinke in die Hand. Also er geht raus und Kunde 5 ist im Laden. Jetzt sind ja noch 1, 2, 3 und 4 da.
Der Fünfer ist gerade reingekommen, als der Nuller sein Essen hatte. Jetzt ist der Einser dran. Und na klar, er hat ja eine Minute später ist er ja erst aufgetaucht. Ne? Runde 1 kommt um 1 an. 5 Minuten später, 6, bei 6 Minuten ist er fertig. Und geht. Zwischen ist der Kunde 5 schon im Laden, also kommt jetzt Kunde 6, gibt dem Kunden 1 die Klinke in die Hand und wartet dann auch wieder. Und es geht so weiter. Bis zum Schluss der Kunde 10 um 10 Uhr ankommt, aber der geht nicht mehr. Das liegt ja daran, dass wir die Beobachtung nach 10 Minuten hier beenden. Also der letzte, der noch was zu essen gekriegt hat, war Kunde 5, also der sechste Kunde. Der Kunde 6, der kommt ja, wo haben wir ihn? Kunde 6, der kommt um 6 an, wartet, müsste 5 Minuten warten, das wäre ja dann um 11. Das klappt nicht mehr. Also so gesehen, haben wir es schon richtig modelliert, ist natürlich alles sehr krude und erstmal um reinzukommen und ein bisschen zu prüfen, ob man es verstanden hat, was man da macht, also ob ich verstanden habe, was ich da mache und es auch für euch logisch erscheint. Ich denke, das ist überhaupt ganz geschickt, wenn man solche stochastischen Systeme, die ineinander greifen, auch mal mit konstanten Abständen und Wartezeiten so mal durchsimuliert und zu gucken, ob es überhaupt noch logisch ist, ne? Ob das die Erwartungen erfüllt, die man so hat. Und dann kann man es ja immer noch umschalten auf zufällig. Ja, also wir haben eine Kundenquelle vom ersten Mal noch. Die erzeugt jetzt jedes Mal nach einer Minute einen Kunden. Der Kunde selber wird nur warten und sich dann verabschieden. Also der ist jetzt, taucht auf, wartet und verschwindet aus dem System. Nicht weiter zu sehen. Wir können jetzt auch hier mal True machen. Also mit diesem Monitor, so heißt das bei Salabim. Ja, mal gucken. Ich mache aber nur 5 Minuten. Schauen wir mal, was wir da an Informationen bekommen. Schon einiges. Ja, zum Zeitpunkt 0, da wird erstmal die Kundenquelle erzeugt, die wird aktiviert und die läuft bis 5. Klar, weil wir Till 5 gesagt haben, Till 5. Jo, der Kunde 0 wird aber auch zum Zeitpunkt 0 durch die Kundenquelle erzeugt, aktiviert und der tut nichts, bis er bei 1 ist. Kann man nochmal sehen. Jo, Kundenquelle scheduled for 1. Geht zum Zustand 14 plus. Das ist der hier. Jo, hat den Kunden erzeugt. Kunde 0 wird um 0 erzeugt. Ist der in dem Moment der aktive Prozess. Wird ausgegeben. Kommt 0 an. Das kann man auch gleich mit einbauen. Gibt es auch noch eine Methode, dass dann hier noch was davor, dass es nicht so durchgemischt aussieht, aber für uns nicht wichtig. Zeitpunkt 6, Zeitpunkt 1 wird der Kunde 1 erzeugt. Zeitpunkt 1 ist der Kunde 1 auch aktiv, aktuell. Der wird dann auch in eine Schleife geschickt. Haben wir gesehen, also 1, 2, 3, 4. Wir schlagen nach und nach auf. Zeitpunkt 5. Hier, das ist Zeitpunkt 5. Wird der Kunde 0 wieder aktiviert, wach gemacht. So, hier, Essen ist fertig. Und der Kunde 0 sagt, okay, ich bin weg, ich bin raus. Na, in dem gleichen Moment, Zeitpunkt 5, kommt der Kunde 5 an, also wird erzeugt. Aktiviert und dann wird es hier wird er aktiv gemacht und also hier aktiv und schreibt dann ja, ich bin da. Das ist natürlich klar, wenn man das jetzt richtig lange laufen lässt, wird das ein Riesenlog. Das kann man sich ja wieder in Python was schreiben und dass das dann so grafisch darstellt oder so. Ich bin ganz zufrieden mit, wenn wir selber erstmal so ein paar Prints reinstecken.
Moment ist ja nichts zufällig, ist ja alles festgetaktet. Ich will das mal hier ein bisschen kommentieren. Also, wie nennen wir das? Ankunftsintervall. Und das nenne ich Wartezeit. Falls wir das gleich nochmal zur Übersicht brauchen. Ja. Übrigens, ich habe das mal unter Python 3.10 probiert, da klappt es nicht, da ist noch nicht so hingeportet, gibt es nochmal so ein paar interne Scherereien, aber mit 3.9 läuft es gut. Ja, ich denke, das war's für heute. Weiter geht es dann mit dem Zufall später. Tschüss, ne?